So, da bin ich wieder. Ja, in dieser Episode komme ich zu der Steuerung. Und zwar, dazu muss ich noch sagen, ich spiele mit der alternativen Steuerung und mit der, nur mit der Tastatur. Die Maus benutze ich nur, um meine Sicht zu ändern. Also, ich zeige es mal. Mit der Maus könnt ihr eure Sicht ändern. Und ich zeige euch mal, mit was ich spiele. Also, Einstellung, Tastatur. Ich spiele mit der alternativen Steuerung. Und ja, nur mit Dings, nur mit der Tastatur. Also die Maus benutze ich gar nicht, außer zum Umsehen. So, mit den Pfeiltasten laufen wir eben. Und auch Aktion tun wir mit der Steuerungstaste, zum Beispiel aufnehmen. Dazu, ich ändere mal die Sicht, um euch das zu zeigen. Drücken wir Steuerung STRG gedrückt und halten gedrückt und drücken einmal Pfeiltaste nach vorne. Dann nehmen wir es auf. Benutzen können wir es, indem wir mit der Tab-Taste ins Inventar gehen. Zum Inventar, es gibt verschiedene Republiken, Regionen und mit den links-rechts, Pfeiltaste links-rechts können wir dazwischen wechseln, bis wir eben zum Beispiel jetzt Fackel. Steuerung gedrückt halten nach vorne. Fackel wird benutzt. Leider. Genauso könnt ihr Fackeln wieder wegstecken, aber dazu braucht ihr wiederum eine zweite Fackel im Inventar. Deswegen ist die jetzt egal. Also auf jeden Fall, ja. So, das nächste einsammeln, das ist hier. Ne, Balken. Ein Bier. Und einmal Erzbrocken. Erzbrocken ist die Währung da. Also es gibt Münzen und so sind vollkommen wertlos. Hier zählt nur Erz. Also habt ihr viel Erz, könnt ihr viel kaufen. So, springen tut mir mit der Alt-Taste übrigens. Entweder ihr steht, drückt, wenn ihr steht, haltet Alt gedrückt und drückt einmal nach vorne, dann passiert das. Oder wenn ihr lauft, einfach einmal kurz Alt drücken. So, ja, dann gehen wir mal hier weiter und reden mal mit einem. Leitern geht ihr hoch, indem ihr ihn, wie gesagt, schon anvisiert, dann steht das. Steuern gedrückt halten. Gedrückt halten wichtig und nach oben gedrückt halten. Wenn ihr die oder eben nach unten ihr wieder wollt. Wenn ihr Steuerung nicht gedrückt habt, also STRG, passiert das hier. Was besonders mies ist bei hohen Leitern. So, dann reden wir mal mit ihm hier. Er hat nämlich einen ganz interessanten Dialog. Reden tut ihr, indem ihr, wie gesagt, schon Steuerung gedrückt habt und nach vorne klickt. Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, habe ich. Weißt du ja schon Bescheid. So, jetzt mal diesen Dialog. Das ist auch ganz praktisch am Anfang. Da lernt ihr so einiges. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Nett. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit dem Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden.
Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. So. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. So, dasselbe wieder mit der Leiter hoch, eben runter. Neben diesen alten Weg gedrückt. Unten, Entschuldigung. Ja, dann gehen wir mal weiter den Weg zum alten Lager. Ganz wichtig als Anfänger. Alles einsammeln, was euch über den Weg kommt. Zum Beispiel diese Waldbeeren. Sie bringen, wenn ihr sie isst, nämlich Leben zurück. Hier, Lebensenergiebonus. Ach, was mir noch gerade einfällt, was ich vergessen habe. Mit C geht ihr... Vergesst das. Mit B geht ihr in euren Charakterschirm. Da seht ihr Gilde, keine Stufe bis zur nächsten Erfahrung, wie viel ihr noch braucht, Lernpunkte. Mit Lernpunkten könnt ihr Sachen bei Lehrern lernen. So, und mit N, ja, mit N geht ihr auf eure Quests. Hier, aktuelle Mission, Aufnahme altes Lager, um bei Gommes und so weiter. Erfüllte Mission, gescheiterte Mission und allgemeine Info. In allgemeinen Info stehen die Lehrer und so. Da ist eine Fleischwanze. Die bringt Erfahrung. Um in den Nahkampf zu gehen, drücken wir auf 1 oben, die Leiste 1 bis 0. 1 ist Nahkampfwaffe, 2 ist Bogen oder Armbrust, 4 bis 0 ist Magie. So. Um zu schlagen, Steuerung, gedrückt halten, nach vorne. So. Plündern. Steuerung gedrückt halten, also im Visier nehmen, Steuerung gedrückt halten, nach vorne. Steuerung gedrückt halten, nach rechts, um zu euch zu packen. So, gleich den nächsten weghauen. Dasselbe wieder hier. Dann sammeln wir auch mal das hier ein. Pfeil. Waldbeeren. Becher. Eine Truhe. Steuern gedrückt halten. Weil wenn ihr das, die Steuern nicht gedrückt habt, steht ihr wieder auf. Steuern gedrückt halten nach vorne. Und ja, Dietrich brauchen wir zum Schlösserknacken. Fackel. Erklärt sich von selber. Pfeile. Und hier, Münze. Wert 0. Die sind vollkommen wertlos, also so lassen. Und Bier. Bier, Reis und Schnaps würde ich niemals verkaufen, weil irgendjemand will das immer. Will immer ein Bier. Mit, falls das so unten, gehen wir hier wieder raus. So. Habe ich da irgendwas vergessen? Nee. Oh, müssen auch bald wieder aufhören. Sind bei 47. Ja. So, Waldbeeren einsammeln. Da, unsere erste Nahkampfwaffe. Eine Spitzhacke. Wir legen die Waffe an, indem wir mit Zap in unser Inventar gehen. Auf Waffen, Steuerung nach vorne. Da ist jetzt so eine Zahl, die sagt, mit was. So, jetzt noch was zu den Schlägen. Wie gesagt, wie gerade bei der Fleischschwanze gesehen, wie ihr schlagen könnt. Aber mit den Fäusten könnt ihr verschiedene Sachen nicht machen. Zum Beispiel Steuerung nach links ist so ein Seitschlag. Das könnt ihr immer verschieden machen. Steuerung nach vorne ist so ein Schlag. Später, wenn ihr Einhänder oder Zweihänder lernen, kriegt ihr auch noch Kombos. Und Steuerung nach hinten ist Block. Steuerung loslassen. Und nach hinten ist so ein Hintersprung. Okay, dann wollen wir mal weiter. Erstmal speichern. Auch wenn es doof klingt, dass ich jetzt speichere, obwohl nichts Gefährliches passieren kann, außer den Gegnern da hinten, das müsste Mollerrad sein. Speichert bei Gothic immer. Es kann immer was passieren und dann seid ihr ziemlich gearscht, sage ich jetzt. Wenn ihr zum Beispiel vor einer halben Stunde gespeichert. So, jetzt unseren ersten Gegner. Und wir machen genau das, was Ori gesagt hat da hinten, was wir nicht machen sollen. Wir verprügeln ihn mit einer Spitzhacke. So. Wie ihr seht, die hauen ganz schön rein, also nicht treffen lassen. Die ersten Gegner sind jetzt nicht so sonderlich schwer, ne? Die schwersten Kämpfe sind immer noch gegen schnelle Gegner und, ja, Menschen. Ein rostiges Schwert. Jetzt gehen wir mal wieder unter Waffen. Jetzt sehen wir hier. Schaden 7, benötigte Stärke 5. Stärke brauchen wir, um Waffen anzulegen, also Nahkampfwaffen, und Geschick brauchen wir, um Fernkampfwaffen anzulegen. Ja. Hier Stärke haben wir 10, also wenn wir sie anlegen können. Schaden 7, Spitzhacke, rostiges Schwert, Schaden 10. Nehmen. Und ist eine Einhandwaffe. Aber da wir noch nicht relativ im Einhand geübt sind, also überhaupt nicht geübt, halten wir sie natürlich trotteligerweise mit beiden Händen. Ja. Reisschnaps. An dieser Stelle mache ich mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich.